Hallo liebe Freunde, wir sind in dieser Woche von Du hast die Macht unterwegs in Berlin, weil wir herausfinden möchten, was Jugendliche in ihrer Freizeit so treiben können. PKB 65, Prinzenkolonie Berlin. Deswegen sind wir heute in Wedding beim Musikprojekt Kings of Kiez. Ihre größten Stars sind PKB 65 und die schauen wir uns jetzt mal an. Kommt mit. PKB Productions. Mach das weiter, sag es weiter, meine Stimme ist sexy, doch da musst du rein. Mein Name ist Hamoudi 65. Mein Name ist 41. Ich bin's Ali Graphics. Mein Name ist Pool 65. Mein Name ist Mehmet, kennt mich auch Memo nennen, aber mein Rapper-Name ist Pac-Doc. Ich habe Perspektiven, ich habe Respekt, also bitte, bitte nicht verlieben. Also, ihr macht hier mit beim Projekt Kings of Kiez. Seid ihr nicht ein bisschen zu klein für Kings? Nö, eigentlich nicht, weil hier ist es eigentlich normal im Wedding, dass man mit 13, 14, 15 schon viel zu sagen hat. Also Kings steht, also wir sind Kings im Musikbereich, also nicht jetzt hier auf der Straße oder so. Neue Ära, das ist ein scheiß Leben, das ist ein scheiß Viertel. Meine G-Kriminell will Schiss an deine Gürtel, Kopf hoch Wedding. Na, ihr habt auch ein Video gemacht, Kopf hoch Wedding, worum geht's da genau? Dass die meisten sich hier nicht integrieren, also viele wollen es. Aber packen es nicht so. Voll viele sind hier auf der Straße und bauen Scheiße. Und wir wollten halt nicht mehr dazugehören und haben ein Lied drum gemacht. Drogenscheiße, Mann, es ist mein Freund. Er zieht ab, er fiel Kopf, er hat mich richtig enttäuscht. Und meine Gegend ist kriminell, sagen die meisten Lehrer, PKBD. Yeah. Was wollt ihr den Menschen mitteilen? Dass wir mit 15 ein Talent haben. Wir haben wenigstens ein Hobby, also nicht wie die hier auf der Straße, die gammeln rum. Versuchen hier auf illegale Weise ihr Geld zu machen. Wenn wir Langeweile haben, vielleicht nehmen wir ein Lied auf, vielleicht schreiben wir Texte zusammen, so untereinander so. Nicht so wie viele stehen hier so auf der Straße, haben keine Hobbys, machen nichts. Prinzenkolonie Berlin, you come on Rap Street. 41 zu haben, das ist mein Rap Dream. Prince of Berlin, stoppen kann ihn keiner. 40 to the one, Rapper zum Designer. Was schafft ihr denn mit der Musik? Warum habt ihr euch für die Musik entschieden? Viele Deutsche sozusagen haben was gegen Ausländer. Sarrazin zum Beispiel, rappen gegen den Staat, für den Staat, also kommt drauf an, darum. Rap ist eine Botschaft für uns, also mit Rap können wir vieles den Leuten erzählen. Zum Beispiel wie unsere Vergangenheit, was wir erlebt haben, was wir erleben, was wir wollen, Ziele. Prinzenkolonie Berlin, komm zu meiner Kolonie, Prinzen über ganz Berlin, PKB hat jetzt gesiegt. Ich höre auf gar keinen, ich komm und ich platz rein, PKB auf Platz 1, wir kommen und du packst ein. Also, was sind eure Ziele? Was willst du machen später vielleicht, wenn du nicht irgendwie in die Rap-Schiene gehst, sondern eine andere Sache machen möchtest? So, auf jeden Fall ist Rap mein Plan B. Mein Plan A ist erstmal die Schule erfolgreich weiterzumachen. Einen Abschluss zu kriegen. Alles klar, bei euch allen das gleiche oder? Ja, genau. Ja, ich will mein Abitur machen. Ja, und dann willst du studieren? Wie sieht's aus? Ja, ich möchte eine Ausbildung machen. Ich möchte ein Kriminalpolizist werden. Alles klar. Und ja. Und dann vielleicht hier im Wedding arbeiten? Ja, im Wedding arbeiten und die Jungs hier mal richtig erziehen. Also, Jan ist hier der Projektleiter von Kings of Kiez. Jan, angenommen, ich habe Lust, Musik zu machen. Ich habe Lust, mich zu beteiligen hier im Wedding. Was kann ich machen? Also entgegen der Vorstellung ist es so, dass man keinen Antrag ausfüllen muss, um dazu zu hören, sondern man kommt einfach vorbei, sagt, was man vorhat und dann finden wir Möglichkeiten, das zu machen. Also viele kommen, wollen Beats herstellen, dann gibt es einen Workshop, wo man das machen kann. Viele wollen rappen lernen, da haben wir zwei sehr talentierte Rapper, die sich mit den Kids hinsetzen. Oder die wollen ein Video drehen oder wollen vielleicht sogar lernen, wie man ein Video dreht, dann ist auch das möglich hier. Also ihr Lieben, PKB 65 hat es vorgemacht. Also nicht zu Hause sitzen oder einfach nur rumgammeln. Geht raus, es gibt Projekte wie Kings of Kiez und macht mit, denn ihr habt die Macht. Prince of Berlin, stoppen kann ihn keiner. 40 to the one, Rapper zum Designer.